Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Servervorstellung von Dragodia mit dem Projekt Cleft Attack 9. Das ist einfach ein Cleft Attack für alle. Ich hoffe, ihr macht mit und ich zeige euch mal ein bisschen von der nigelnagelneuen Welt und so weiter. Da hat es noch das Water Plugin drin gehabt, deshalb sind hier überall Wasserstellen, die werden natürlich weggemacht. Und jo. Also, die Free World Welt, das ist die World. Da werdet ihr natürlich frei bauen dürfen, was ihr wollt. Dann gibt es natürlich die Farm Welt, da dürft ihr natürlich farmen, was ihr wollt. Und dann gibt es noch die RPG Welt und die ist dann so ungefähr wie Craft Attack 9, also wirklich eigentlich auch ziemlich offen. Und da könnt ihr Rollenspiel machen, da könnt ihr ja auch ein bisschen Scherze machen und so weiter. Und ja, wir haben den Host, der ist der prepaidhost.com, ein sehr guter Root-Server-Host. Also ihr habt keine Lags, ihr habt wirklich unglaublich viel Performance und alles Mögliche. Hat irgendwie so 80 GB RAM und ja, ziemlich viel einfach Speicher und alles Mögliche. Ich weiß nicht, ich glaube der 80 GB ist der Speicher, also der, wie viel Platz wir haben. Und das können wir natürlich viel erweitern. RAM hat er, glaube ich, 8 oder 9 GB. Das reicht völlig aus. Aber vor allem ist er richtig flüssig. Also, wir sagen in der Schweiz gerne überflüssig. Jo, wir haben jetzt zum Beispiel hier die. Spawn. Oder? Die Warp Spawn, die funktioniert noch nicht so richtig. Das können wir dann noch einstellen. Dann haben wir zum Beispiel Warp Farm. Die funktioniert richtig. Die Farmwelt. Da haben wir auch noch ein paar Bauwerke. Also ein Bauwerk Farm. Und Ecki Schlecki, unserem zweiten o oder unserem dritten Owner. Neben dem den Claudik. Oder Claudik. Und er baut hier einfach so, ich weiß nicht, eine Burg oder ein Schloss. Sieht jetzt gerade momentan noch nicht so aus. Aber ihr seht, alles ist 1.18.1 natürlich in der neuesten Version. Und wir haben natürlich viel Spaß. Also ich werde wahrscheinlich schon sehr viel streamen auf twitch.tv/dragobasler. Und ja, ihr dürft gerne mitmachen. Also es wird vielleicht auch noch eine Welt mit Streamers geben, wo die Streamer bauen dürfen. Und natürlich andere Ränge noch, natürlich, also Streamer-Rang. Wir werden vielleicht den VIP-Rang noch machen. Ein Zuschauer-Rang zum Beispiel noch oder so. Und so weiter. Also, es wird sehr viel los sein. Es ist eben noch nichts los. Wir haben ihn erst jetzt heute gestartet und jetzt ist 3:01 Uhr, also ist noch nicht so viel passiert. Aber der Livestream geht wahrscheinlich bald los. Also, wenn ihr das schaut, das Video, habt ihr vielleicht schon mich am Livestream. Eben auf twitch.tv/dragobasler. Und jo, ich habe jetzt einen Shader ausgemacht, weil der Shader hat plötzlich angefangen zu laggen. Da ist irgendwie NVIDIA schuld mit dem neuen Patch. Ja, einfach diese kleinen Grafikkarten, Snapshots, oder wie die heißen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall sind sie doof. Scheinbar, ja, es ist nicht so flüssig. Ich kann ja den Shader nochmals kurz anmachen, dann seht ihr es. Mit Luma, mit Raytracing, genau. Ja, es wird sehr viel passieren. Also ich werde sehr gute Projekte machen. Ich werde eine Raumstation bauen. Ich werde Raumschiffe bauen, Planeten. Es gibt sehr viel. Also leider ist die Performance jetzt zwar hier gut, aber wieso in der World? Nicht gut geht, keine Ahnung. Die Performance geht eigentlich hier dann eigentlich runter. Ja, hier habe ich zum Beispiel 32. Keine Ahnung. Kann ich gerade nicht sagen. So, also hier ist schlechte Performance. Machen wir mal den Wegpunkt hier. Delbar bauen. Bauen. So. Gut, dann gibt es natürlich viele Plugins und Datapacks.
Und dann die Data Packs kann ich jetzt nicht so gut zeigen. Da gehen wir mal nochmals in die War Farmate. Das jetzt schon geht. Also ich habe das eigentlich eingestellt. Also ich glaube, ein Tree Feller Plugin habe ich nicht reingetan, oder? Also jetzt gar nicht mehr das auswendig. Ja, das geht scheinbar noch nicht. Aber, also will ich auch nicht eingestellt haben. Aber irgendwie hat. Du musst einen Gegenstand in der Hand halten. Der Kartoffel. Fleisch. Hat. Viel Spaß mit dem neuen Hund. Das ist, glaube ich, ein Blogging. Verstehe nicht. Aber hat Stance. Keine Ahnung, wie man das macht. Das muss ich noch erfahren. Dann haben wir zum Beispiel More Mob Heads. Jetzt töten wir mal ein paar Fische. Vielleicht kommen Mob Heads. Und alles Mögliche, also ganz viele Data Packs, eigentlich fast alle. Es gibt noch Traveling Merchant und so Sachen. Keine Ahnung, ob ihr jetzt einen hat. Probe. Ich glaube eher nicht, dass es. Die sind halt einfach viel zu selten. Haben wir hier irgendwo ein Dorf? Dann kann ich das wenigstens zeigen. Die Datapacks sind halt wirklich auch ein bisschen selten, wie sie procken und man weiß meistens nicht, wie man sie einstellt oder so. So ein Schaf könnte vielleicht einen droppen. Nee, aber da werden die Drops auch am Boden geschmissen. Also die sind jetzt momentan so am Boden. Okay. Kann ich den jetzt nicht einsammeln? Keine Ahnung, was jetzt los ist. Die droppen halt wirklich selten. Also die Mobheads müsst ihr halt suchen. Ja, und dann haben wir natürlich noch ja, ganz andere. Ich kann es ja mal vorlesen, was wir alles haben. So ein Nilotix-Ordner. Wir haben Wandering Traders Hermit Edition, Tresur Gems, Thunder Shrine, Tag, Silence Mobs, Player Head Drops, Multiplayer Sleep, Mob Head, Graves, Gem Villages, Fast Leaf Decay, Elevators, Custom Villager Shops, Classic Fishing Loot, Junk Loaders, Goldrun Concrete, Armor Elydra, und Armor Status. Und ja, das ist der Armor Stand Mod sozusagen. Ob jetzt hier ein NPC ist, den muss man, glaube ich, irgendwie zuwerfen, irgendwas. Aber ich weiß es nicht mehr auswendig, was war. Ich glaube, das waren Drops und die Drops sind halt nicht zu finden. Genau, das waren so komische Objekte. Genau, und die droppen irgendwo. Und wenn ihr die habt, könnt ihr das in zuwerfen. Sind einfach so komische Drops. Genau. Jo. Und dem, es wird halt ein Streamer-Projekt vor allem. Also ihr dürft gerne auch ohne Stream natürlich mitspielen. Kein Problem. Alle dürfen mitspielen. Wir werden jetzt auch irgendwelche bösen Grief oder so nicht gerade sehr sch schwer bestrafen. Wir werden sie trollen. Dann werdet ihr dann schon sehen, was mit denen passiert. Und ja, eben, wir sollten uns vertragen, das ist das Wichtigste. Wir sind alle ein Team. Wir unterstützen auch andere Server gerne. Gerne mal schreiben, ob ihr einen Server habt und ob wir sie unterstützen sollen. Und so weiter. Also das ist natürlich alles auch unterstützend für jeden. Wir brauchen keine Griefer, wollen keinen Griefer, keine Hacker. Wir haben gute Anti-Grief, Anti-Cheat-Plugins und so weiter, da werden solche Leute auch kaum Chancen haben. Denn, dass es jedem gut geht, wird er auch sein Grundstück geschützt und es dürfen mehrere Grundstücke gebaut werden. Es darf auch immer wieder irgendwie etwas Lustiges eben getrollt werden, also so ist kein Problem. Aber bitte nicht hart, also. Wenn ihr irgendwelche Blöcke austauscht, dann bitte nicht in Massen, sondern teilweise oder so. Jo, also die Chunks, die gehen super.
Ist natürlich noch so eingestellt, dass nur 10 Chunk weit ist, aber das werden wir noch erhöhen. Und Performance ist eigentlich auch super. Also ihr seht, der Server hält sehr viel aus. Gut, dann jo, kann ich noch etwas über die RPG-Welt erzählen. Da wird es bestimmte Clans geben und die Clans, die können dann auf Schlachtfeldern Krieg machen. Wenn ihr ein Schlachtfeld betretet, dann ist dort die PvP an und ihr werdet dort auch ja, angegriffen, sozusagen. Außerhalb ist eher Bauen. Da werdet ihr einfach schön bauen, versuchen, so schön wie möglich. Die Besten bekommen dann eine Auszeichnung über einen Beitritt in die Ruhmeshalle und werdet ihr dann immer dort stehen, also Würmer. Und das machen wir vielleicht jeden Monat. Dürft ihr gerne etwas bauen, habt einen Monat Zeit. Und wenn ihr dann fertig seid, dürft ihr das abgeben. Und wenn ihr dann vor dem letzten Tag des Monats das abgegeben habt, also ein Buch oder so abgegeben habt, wo ihr drin steht und wo es ist und so weiter, dann bekommt ihr eventuell eine Auszeichnung. Also wenn ihr ersten Platz seid oder dritter Platz oder so, dann bekommt ihr natürlich eine Auszeichnung. Und ja, wir dann mal schauen. Also ich finde, das ist ein super Projekt fürs schön Bauen. Ich werde gerne als Tutor dastehen. Ich werde euch gerne zeigen in Streams und so weiter, wie ich baue und wie ihr bauen könnt. Es gibt gute Sachen. Ich bin sowieso einer, der mag fast alle Bauten, auch ein Holzhaus. Und ich werde dann einfach persönlich mit dem großen Staff-Team eigentlich das dann abstimmen lassen. Wahrscheinlich auch live im Stream. Jo. Und der Shade ist so gut, aber ich weiß nicht, wie so manche Welten laggen. Keine Ahnung. Kann ich mir leider nicht sagen. Ja. Gut. Dann werden wir mal, ja. Ich sag mal, das Video beenden. Wenn ihr noch mehr Ideen habt, Verbesserungen, fragen wollt, etwas, dann dürft ihr das gerne im Video-Chat-Ding, Kommentaren machen. Und ja, ich werde einfach mal, ich denke, irgendwann bald beginnen. Es ist 3:11 Uhr, also ich kann einfach nicht schlafen, also es ist einfach gesundheitlich nicht gut mit mir. Ich habe über 10 Krankheiten. Da kann ich eigentlich gar nicht so viel dafür. Na gut, was ich noch mache, ist eine neue Welt. Das können wir gemeinsam machen. Ich möchte in der RPG-Welt leider eine Ding machen. Einen Word-Generator, den können wir noch nicht machen. Wenn ihr einen Word-Generator habt, Plugin oder so, wäre gut. Dürft ihr es gerne sagen. MV. Jetzt. Wir machen einfach eine Free-Welt noch. Oder wir machen eine Medi-Welt. Eine Medieval. Nennen sie Medi. Jetzt lassen wir mal aus. Oder wir machen mal ein Amplifiert. Geht Amplifiert? Geht nicht. Ich muss dann noch nochmal. Okay, scheinbar geht's. Complete. Und dann MVTP. Was war's? Steht das irgendwo? Was haben wir jetzt gerade? Ah, Medi. So. Oh, nice Spawn. Und hier werde ich einfach mal bauen. Livestream. So, slash zwar MIDI. Das ist eine Medieval-Welt, die könnt ihr auch antik bauen, einfach nicht gerade so modern. Und ich werde hier irgendwo, denke ich mal, anfangen zu bauen. Und ich weiß nicht, einfach, ich wollte ja eigentlich auch noch Weltall und so machen. Können wir dann eigentlich auch machen. Aber da werden wir noch ein bisschen warten. Also es wird wahrscheinlich eine sehr schöne Stadt hier oben geben auf dem Hügel. Oder eine Burg.
Ich weiß auch noch nicht, wo ich hingehen soll, vielleicht hier hin. Ja, ich bedanke mich fürs Zusehen und im Livestream ist eigentlich schon öfters an bei mir. Ich kann wirklich momentan wegen schweren Entzündungen nicht schlafen. Ich gehe in den Wald hier. Genau. Ich gehe irgendwo hier in den Wald, zum Beispiel hier hin. Ist doch ziemlich gut für mich gemacht. Genau. So. Gut, dann sehen wir uns später. Also ist nicht mehr. Das ist nicht mehr Ding. Ich möchte irgendwo hier gerne ein Haus bauen. Zum Beispiel hier am See, da ist sogar noch ein Dorf. Okay, ein Dorf in der Nähe. Dann werde ich zum Beispiel, ja, sagen wir, hier vielleicht bauen. Ja, ich werde irgendwo hier bauen. Hier ist doch eine Insel, so selbst, oder? Das ist eine Insel, das ist eine geile Insel, da baue ich. Okay, ich werde mich hier noch als schützen und danach werde ich den Livestream irgendwann mal starten. Ich bedanke mich fürs Zusehen und ja, viel Spaß noch mit anderen Dingen. Auf jeden Fall, seid immer okay. Tschüss.